Geschätzte ZuseherInnen, werte Kolleginnen, zur dringlichen Regierungsvorlage bezüglich dieser angesprochenen Mehrjahresverpflichtung zur Umsetzung des Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlagenkonzeptes in Kremsmünster möchte ich auch ergänzend dazustellen, dass beide Formen der Anlagen wichtige Puzzleteile im Gesamtbild der Mobilität sind, um die Menschen zum Umsteigen zu bewegen. Flexibel die unterschiedlichen Mobilitätsformen zu nutzen und vor allem miteinander zu verbinden, vom Rad oder vom Auto nur zum nächsten Bahnhof fahren zu müssen und dann ins Öffi zu steigen und nicht die gesamte Strecke mit dem motorisierten Individualverkehr zu bestreiten, das ist ein großes Ziel, wenn es um die Verkehrswende geht, die sogenannte. Bequem, mit sicheren Abstellplätzen, aber auch mit der Sicherheit, auch rechtzeitig oder ausreichend Platz zu finden. Und deshalb muss im ganzen Land kräftig in den Ausbau von Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlagen investiert werden, so wie auch hier in Kremsmünster. Bei der vorliegenden Beilage geht es also einerseits um die Dringlichkeit, als auch um die Erhöhung der Mehrjahresverpflichtung. Um die Klimaziele zu erreichen, braucht es im Verkehr eine klare Trennwende nach dem Prinzip Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern und Verkehr verbessern. Gilt es daher ganz vorrangig in diese nachhaltige Mobilität zu investieren. Und auch im ländlichen Raum und im kleinstädtischen Bereich sind fast die Hälfte der Autofahrten kürzer als 5 Kilometer. Und auch dort ermöglicht zum Beispiel das Fahrrad einen flexiblen Tür-zu-Tür-Verkehr, sind vor allem aber die Bahnhöfe nicht ganz so nah vor der Haustüre, um mit einem anderen Verkehrsmittel, das ist der Unterschied zum städtischen Bereich, direkt erreicht werden zu können. Die Attraktivität für den notwendigen Umstieg wird durch die unkomplizierte Kombination verschiedener Verkehrsmittel erreicht. Und ein rasches von A nach B kommen und ein Maximum an Flexibilität führt dazu, dass sich immer mehr Menschen in diesem Land auch entscheiden, zum Beispiel aufs Zweitauto zu verzichten. Das sind im Übrigen insbesondere Frauen in diesem Land, die das Zweitauto im ländlichen Raum benötigen, um Zustelldienste, Lieferdienste, Care-Arbeit, die Kinder in die Sportstätten zu bringen, verwenden oder die komplette Familienstruktur aufrechtzuerhalten. Und das ist sehr gut so. Und ich möchte jetzt einfach einmal diese Stelle nutzen und einmal von Herzen Danke sagen an alle MitstreiterInnen in diesem Land, die ganz bewusst diese Entscheidung schon getroffen haben, die umgestiegen sind und vor allem bei den über 20.000 Menschen in Oberösterreich, die das Klimaticket in Oberösterreich erworben haben und all jenen, die den Großteil oder die Gänze ihrer Alltagswege mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch mit dem Fahrrad bestreiten. Ich treffe mittlerweile sehr, sehr viele Pendlerinnen und Pendler und möchte auch hier einmal vom Rednerpult aus sagen, danke für diesen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende. Und nachdem heute noch eine eher kritische Verkehrsdebatte kommt, möchte ich an dieser Stelle auch einmal ein Lob für das Engagement von Landesrat Steinkellner anbringen. Beim Ausbau der Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlagen zwischenzeitlich ist sehr viel passiert. Vor allem die letzten beiden Jahre, auch im aktuellen ÖBB-Rahmenplan, sind Investitionen in diese Anlagen vorgesehen. Bezüglich Bike-and-Ride bedarf es allerdings noch ganz viel Anstrengung, denn ohne ausreichende Radinfrastruktur auf der Straße wird der Bike-and-Ride-Platz nicht sicher erreicht werden können. Jeder Bau bzw. Ausbau von diesen ist daher zu begrüßen. Wir werden daher auch der Erhöhung der Mehrjahresverpflichtung zustimmen und auch die Dringlichkeit positiv bewerten, denn der langfristige Erfolg von Landesinvestitionen in den öffentlichen Verkehr bzw. in die Infrastruktur wird entscheidend von der multimodalen Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger abhängen. Vielen Dank.